Hallo, hier bin ich wieder, euer Blümchen. Wie im ersten Teil schon angedeutet, zeige ich euch heute meine Mama. Das ist sie. Ist sie nicht schön? Sie wohnt in einem großen Freigehege mit viel Struktur. So schön glatt gewachsen und ohne Höcker möchte ich auch einmal werden. Viele Menschen denken ja, diese Höcker wären normal. Leider sieht man in Zoos oder in den Medien oft höckrige Schildkröten und es prägt sich ein falsches Erscheinungsbild ein. Nein, nein, der Panzer muss schön glatt sein. Höcker sind ja noch das geringste Problem. Es gibt auch völlig verwachsene und flache Panzer. Das kann gefährlich werden, wenn bei den Weibchen die Eier nicht durch den Ausgang passen. Das gibt schnell eine Legenot. Leider werden viele Schildkröten falsch gehalten. Schon nach der Geburt werden Fehler gemacht, die sich nie mehr rückgängig machen lassen. Dazu mehr im nächsten Teil. Ich hatte auch erwähnt, dass es Lokalformen gibt. Meine Mama ist bestimmt auch eine ganz spezielle Lokalform. Leider lässt sich die Herkunft meiner Mama nicht mehr sicher feststellen. Sie sieht jedenfalls anders aus als die meisten Böttgeri und sie ist bei jedem Wetter aktiv. Mein Mensch nennt sie daher Allwetterschildkröte und vermutet, dass sie aus einer kühleren Gegend kommt. Sie ist recht dunkel und der Bauchpanzer ähnelt dem der westlichen Verwandten. Aber an Kopf und Gliedmaßen gibt es keine helle Zeichnungen. Einer dieser zwei Herren ist mein Vater. Zum Glück vererbt sich das Höckrige nicht, denn sie sind etwas hügelig. Sie wurden wohl in ihrer Kindheit nicht optimal gehalten. Wie meine ersten Tage und Monate verliefen, erzähle ich euch nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Tschüss, euer Blümchen.